Nicht jedes Produkt ist immer perfekt. Und nicht alles sieht immer so schön aus, wenn es ankommt. Und das hier ist echt schlimm. Was eine Menge Verpackungsmüll. Also nicht, was Amazon damit macht, sondern wie es aus China herkommt. Folie um Folie um Folie um Folie. Irgendwann ist man dann durch den Berg durch. Und die eigentliche Schachtel kommt zum Vorschein. Endlich. Also um was geht es heute? Vodka A50T für Touch. Im Grunde ein Monitor, den man natürlich für seine ursprüngliche Anwendung als Video-Preview-Screen nehmen kann oder als HDMI-Anzeige. Das technische Blabla steht im Text. Nicht, dass das hier nicht interessant wäre, aber es ist ja hier keine Vorlesestunde. Mit dabei ist eine sehr kurze, aber gute Anleitung. Gut, ein bisschen Englisch sollte man können. Ansonsten ist auch noch ein bisschen was auf dem Karton abgebildet, wie bei diesem Sonnenschutz. Wobei ich denke, den braucht man selber sehr selten. Zum Kernstück später. Sonst noch ein normales HDMI-Kabel. Dieser Blitzschuhadapter. Ein Schlitzschraubendreher, wofür habe ich nicht verstanden. Einen Blitzschuh zum Anschrauben und jede Menge Gewindereduzierer. Dazu noch ein DC-DC-Kabel. Zum Monitor selber, der überraschend leicht ist. Genau 200 Gramm bringt er auf die Waage. Ist also leichter als so mancher Blitz. Okay, was haben wir hier so? Unten zentral ein großes Gewinde, M6, das mit den Reduzierstücken zum Beispiel auf 3 Achtel gebracht werden kann. Ansonsten haben wir da HDMI hinten drauf und nach unten ein HDMI-Out. Das Signal kann super durchgeschliffen werden. Ein USB-Port für die Updates. An beiden kurzen Seiten jeweils 3 Anschraubmöglichkeiten für ein Rig oder so. Hinten ist natürlich Platz für dicke, fette NPF-Akkus. Da ist aber auch noch ein Barcode drin, wo man Firmware-Updates bekommen kann. Und man findet, was ich sonst nirgends gefunden habe, was für ein Netzteil benötigt wird. Zumindest den Steckertypen. DC5521. Also 5,5 mm x 2,1 mm. Das Netzteil sollte ein 12 Volt 3 Ampere sein. Es ist möglich, die DC-Spannung an ein anderes Gerät weiterzugeben. Dafür ist ein Kabel dabei. Der Druckpunkt der Knöpfe ist bescheiden. Gut, man wird nicht ewig viel rumfummeln da. Aber ich hätte mir hier durchaus eine bessere Haptik gewünscht. Da ist das Drehrad schon viel besser. Kleine merkliche Raster und zum Drücken auch viel besser. Nochmal zurück zum Akkubetrieb. Ich habe einen ganz fetten. Ich weiß, die gibt es auch in leichter und schmaler. Aber wenn man den dran hat oder sogar 2 davon, dann ist das Gewicht schon sehr außerhalb der Mitte und die Kunststoffhalter werden sehr, sehr stark belastet. So ist es zum Vloggen oder zum durch die Gegend laufen nicht geeignet. Aber wie man sieht, technisch geht es super. Für den weiteren Test gehe ich jedoch auf Netzspannung und auf eine richtige HDMI-Quelle. Das Durchlaufen des Textes kommt hier von RetroPie, einem meiner Gründe für den Bildschirm. Und ich bin echt überrascht, was für ein klares und helles Bild es hat. Natürlich, Full HD auf 5 Zoll sind halt kleine Pixel. Der Touchscreen bringt die Einstellungsmöglichkeiten hoch und man kann sich durch die Menüpunkte wischen. Beziehungsweise, wenn man es trifft, auch welche auswählen. Aber das Ganze geht auch mit dem Drehrad oben drauf. Und wenn du ein paar Euro sparen willst, nimm die Version ohne Touch. Mit dem Rad bin ich schneller und genauer. Das Menü selber ist sehr ausführlich. Viele Einstellmöglichkeiten. Auf den 7 Funktionstasten sind die Einstellmöglichkeiten aus dem Menü direkt abzurufen. Also 7 verschiedene. Hier gerade die Safe Borders für die verschiedenen Auflösungen. Das gibt's auch mit Blackout des außenliegenden Bereiches. Die Bildschirmhelligkeit hat zwar viele Zahlen zwischen Min und Max, aber effektiv sind es 3 Helligkeiten. Dunkel, Mittel, Hell. Die letzte Funktionstaste kann man auch selbst belegen.
Focus Peaking, okay, mit einem angeschlossenen Computer witzlos. Und Zebra für Überbelichtung gibt es auch. Ich würde aber da auf das In-Kamera-System zurückgreifen. Die nehmen dafür die Sensordaten und nicht das HDMI-Signal. Und was sieht man hier? Ja, irgendwie bekomme ich das Touch nicht so richtig wieder hin. Na egal. Zum Thema Helligkeit. Hier eine Farbkarte zum Vergleich. Ich nehme hier mit 3 Studiolampen auf. Der Raum ist echt hell dadurch. Und trotz Spiegelung etc. kann man auch selbst bei einem spitzen Blickwinkel noch sehr gut was erkennen. Das gefällt mir sehr. Für meine Anwendung als Retro-Gaming-Monitor daher super geeignet. Auch kann ich ihn mit den vielen Anschraubmöglichkeiten im Auto anbringen und Rear-Seat-Unterhaltung bieten. Einfach nur eine HDMI-Quelle dran. 12 Volt oder Akku, spitze. Aber auch für Let's Play oder andere Live-Sachen. Als Hardware-Lösung in das HDMI-Signal dazwischen schleifen und als letzter Preview vor dem Stream oder so. Klar, auf eine Kamera kann man ihn auch schrauben. Das Display ist gegenüber der Kamera schon gigantisch groß. Quasi so groß wie die gesamte A6000. Da kann man also sehr viel mehr erkennen und aus größerer Größe auch noch drauf gucken. Zusammenschrauben und dank der Rasterung an beiden Teilen ist auch kein Rutschen oder Gleiten oder so darin. Sitzt Bombe. Aufsetzen und da ist schon ein bisschen das Problem, wenn die Akkus ins Spiel kommen. Sie hängen halt auf dem Übergang und auf dem Blitzschuh. Das HDMI auf Micro-HDMI-Kabel ist leider nicht dabei. Einschalten und los. Der Monitor selbst hat keine Latenz. Das habe ich beim Spielen getestet. Die Verzögerung kommt von der Kamera. Hier am Beispiel der Sony wird alles wiedergegeben, was sonst auf dem Display wäre. Fokuspunkte, alle Infos oder was auch immer. Aber halt der Touch wird nicht zurückgegeben. Also gerade bei der A6000 auch wie immer. Mein Fazit: cooles Teil, wird behalten.